Ich freue mich, heute keine kurz und knackige Tour, sondern lang und gemütlich. Ist super. Es ist heute gerade um die 1,5 Grad. Ja. Die Grenze sind 14 Grad. Es hat heute 12,5. Das ist die Grenze. Da brauchst du in dem Bereich als Sportler. Ich wollte gestern, im Übrigen habe ich mich gestern, ich meine, ich Gott sei Dank im Positiven verdammt, wir wollten unbedingt 1000 Höhenmeter. Ne? Und ich habe dann gesagt, die haben wir schon lange erreicht. Und ich gesagt, die haben wir schon lange erreicht. Habe ich mir verschaut und habe auf die Gesamtkalorien geschaut. Danke, Gernot, echt aber lieb von dir. Ich habe mich dann so gefreut. Toller Typ. Nein, ich habe mich dann aber so gefreut, das war im Positiven. Ich habe mich dann so gefreut, weil daheim haben wir dann 1039 gehabt, deswegen habe ich es ausgeschickt. Nicht? Weil ich habe gesagt, wir sind schon weit drüber. Und wir haben es dann geschafft, also wir haben gestern 1039 Höhenmeter. Und heute wollen wir 1500 haben. Alter. Nein, fahren wir. Wir haben dieses Gespräch einmal kurz abgewürgt. Kein Gefühl. Erstmal Stille. Ja, genau. Komplette Stille aus. Es wäre heute Teil 2 der Tour dieser Großveranstaltung der Terminland E-Mountainbiker. Wir fahren ja an 2 Tagen hintereinander, was ja unglaublich und ungewöhnlich ist. Das tun wir ja normal nicht. Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Das ist ja einfach eine elitäre Gruppe in einem gemäßigten, guten, besten Alter, wie der Reinhold. Ihr seht's. Heute wieder unser lieber Adi dabei. In diesem Sinne, you never ride alone. Also, ich kann nur eins sagen. Ich war gestern zweimal sagen, ich werde heute zweimal sagen sein, weil mir das Wetter schon so richtig am Arsch geht. Mit der Anziehungerei. Ja, es kommt aber was, in einer Stunde ist gleich einmal 15 Grad. Ja, es kann aber in einer Stunde regnen auch, gell? Unglaublicher Einstieg wieder vom Hannes, gell? Ja, ja. Dann hast du jedes Mal was ein. Ja. Und genau diese Nuancen machen es aus, die was anders sind wie gestern. So ist es. Wie zum Beispiel. Jetzt. Jetzt. Zack. Ja. Schneid dich mal ordentlich da in der frischen Luft heraus und du schneidest besonders gut. Ja, und auch wenn man sich immer wieder wiederholt, bitte schaut euch diese Natur an. Ja, und ich kann es immer wieder sagen, trotz E-Bike, ja, ihr wisst, was jetzt kommt, tun wir was. Aber wenn es jetzt wieder welche gibt, die glauben, nein, das ist ja nichts. Was willst du mit einer E-Antrieb? Ja, ausprobieren, selber fahren und dann rein. Danke. Und eine kleine Korrektur zu gestern. Es waren nicht, wie im Video Content beschrieben, 1100 Höhenmeter. Es waren leider nur ein bisschen über 1000 Höhenmeter. Bitte, 1039. Unser Diplom-Thermorider tut mich korrigieren. Und noch kurz muss ich dazu etwas sagen. Gegen alle E-Bike-Verweigerer, jetzt überlegt euch einmal, ich würde es ja nicht schaffen, mit meinem Analogbike die Tour von gestern zu fahren. Wenn ich es schaffen würde, würde ich heute sicher nicht im Sattel sitzen, weil ich es einfach nicht schaffe. So fahre ich heute schon wieder. Und jetzt erklärt es mir mal, was ist gesünder? Nur gestern zu fahren, am Limit, im roten Drehzahlbereich, analog Mountainbike oder so wie wir E-Bike 2 Tage hintereinander und sein Herzmuskel schonend trainieren. Brauchen wir nicht mehr weiterreden, die E-Bike-Verweigerer, oder? Danke. Roger, over and out. Ja, das ist einfach wunderschön. Wunderbar.
Der Weg ist ja sowieso ein Wahnsinn. Einfach super. Echt ein super Wegerl. Alright, come on! Yeah! Zähne spielen sie da. Wahnsinn! Oh, Wahnsinn, die Burschen! Hammermäßig! Sehr gut! Bitte, das ist nicht super, die Abfahrt, das ist ein Wahnsinn. Schade, dass sie dann nur so kurz gestreckt ist, wenn man sie einmal kennt. Jawohl! Einfach ein Wahnsinn! Unglaublich! Die werden immer frecher, die Buben. Unser beliebter Tautendorfberg. Immer wieder eine Herausforderung. Trotz E-Bike. Ja, perfekt. Super. Gut, dass er eine MTB-Modus gibt. Trotz E-Bike. Voll am Anschlag. Es ist ein Wahnsinn. So herrlich. Herrlich. Die Waldung. Herrlich, Energie. Der Einzige, der lachen kann, ist unser Hannes. Ja. Unser Speichenmatador. Der Hannes. Mit und ohne E-Antrieb. Der Hannes ist einmal schön. Der Hannes ist der Einzige. Entschuldigung. Ja, ich muss jetzt ausschalten. Ich muss mich jetzt ein bisschen umlegen. Es ist momentan Pause. Auch ein wunderschöner Kraftplatz mit Blick auf unsere Riegersburg im oststeirischen Thermen- und Hügelland. Da sind wir jetzt auf der Leubberghöhe 392 Meter über dem Asphalt. Am 1. Mai. Bewegung ist angesagt, hier spricht der Thermen Rider, ein Mann und sein Bike im Auftrag von Gesundheit. Mit Genuss heute eine wunderschöne Riegersburg-Tour. Und hier sehen wir den Adi und den schwarzen Ritter, einer der kraftvollsten Biker. Wir haben unseren Regisseur, den Wolfi. Servus, einen wunderschönen guten Morgen. Und im Hintergrund unseren Guide, den Hannes. Und jetzt schwenke ich hinüber und was ihr hinter mir seht, ist die Riegersburg. Groß und mächtig, niemals eingenommen. Die einzige Burg, die im Mittelalter niemals eingenommen werden konnte, weil sie so sicher ist, hoch erbaut auf einem Vulkan. Und wir fahren da jetzt da rüber und werden die Riegersburg erklimmen für euch. Unglaubliche Worte von unserem Diplom-Thermen-Rider. Es ist ein Wahnsinn, was der Typ drauf hat. Schaut euch ihn an. Was wäre diese Ausfahrten ohne ihn? Ohne seine Kommentare, ohne seine Performance, das Leben war halb so schön. Danke, Thermen Rider, dass du bei uns dabei bist. Super Bursch! Ich danke dir, ja. Und wenn es euch nicht stört, ich werde da gerne. Lulu machen. Nein, nicht gespannt. Also, tschüss. Ja, bitte gerne. Dass wir auch den Oberkörper, wir Biker, tun ja nicht nur was für die Beine, sondern wir versuchen hier natürlich auch den Oberkörper mit hineinzunehmen. Ah, da rinnt der Schweiß hinunter. Das ist wunderbar. Es gibt herrliche Muskulatur im Bereich der Schultern und der Brustmuskulatur. Zieht den Bauch zusammen. Ah, herrlich ist das.
Leute, das Wahrzeichen der Oststeiermark. Die Regersburg. Beeindruckend, oder? Morgen, servus. Morgen. Yo man, that's it, yeah. German Rider, du Maschine! Morgen! Wusche, Wahnsinn! Wer? Der Opi? Na. Es wird nicht geschimpft. Wir sind ja rücksichtsvoll. Wir sind wieder schnell gefahren, noch irgendwie uns deppert gestellt. Unsere langjährigen Zuseher wissen ja, was jetzt kommt, weil Vertrauen verpflichtet. Und jetzt gibt es unsere berühmte Lavastation mit, lasst euch überraschen, natürlich wie immer, unseren lieben gewonnenen Baileys. Unseren schwarz gebrühten Kaffee. Ui, und der Hannes. Ja, Wahnsinn, Hannes. Unglaublich. Leute. Ist das nicht ein Wonderful Life, was wir haben? Was wir erleben dürfen, dem Herrgott sei Dank. Wie der Bauer früher gesagt hat, wieder Herbert Röhl. Ja, so ist es. So. Zack. Ja, du bist ja nicht angeschlagen, so wie du fährst, Alter. Du bist eine Maschine. Du bist bis zur Hälfte voll. Und dann Baileys, kommt sofort bitte, nehmt euch Baileys. Kein Stress bitte, wir haben nicht mehr noch einen Anfang. Ach so, und doch. Und holen's! Gehen wir weiter. Ich glaub's nicht. Du hast doch die Teile nicht. Ich bleibe da. Aber die Baileys sind nicht so gut. Das ist super. Zwei Tage fahren ist dann nicht so gut für mich. Da kann ich nicht mehr holen. Das ist ein Bike, da nichts. Kekse, danke. Ein Kekse, da schaut's her. Edelherb. Danke. Bailey, danke, jawohl. Ja, bist du deppert. Andrea, bitte. Ich möchte euch das jetzt zeigen. Andrea, recht herzlichen Dank. Du bist der Wahnsinn. Jetzt hast du uns im Winter schon so super verpflegt. Immer mit diesem wunderbaren Getränk. Was bekommen wir dann mit dem wunderbaren? Guck mal, was war das? Was haben wir bei dir? Nein! Ah, nein, die Andrea hat einen Power-Shot. Nein, die Andrea hat einen super Kuchen gemacht. Ich sage, das ist Kuchen, was ich kann. So wie ich jetzt zeige, das ist gut. Das war Andrea, Wahnsinn. Unglaublich. Danke vielmals. Bitte, greift zu. Eierlikörkuchen, schön flammig. Das wird schon vergeistern, aber war gestern zum Mitnehmen. Da ist er ja noch besser. Die Stiege hat Tradition. Es ist eine leicht zu fahrende Stiege. Wirklich, nicht leicht zum Fahren. Trocken, gleichmäßig und nur grad. Und wir wollen ja die heimischen Chirurgen unterstützen. Und der Thermenreiter und der liebe Adi wurden ein bisschen überrascht. Aber sie haben keinen Zucker gemacht, haben sich mit Todesverachtung runtergestürzt. Die Menschen sind auf die Seite gesprungen und wir stehen alle noch gesund und munter da. Yes, wir gehen und wir werden. So, die letzte Abfahrt.
Eine super Tour war es heute. Gemütliche Genusstour zur Riga-Furt.